Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hatsune Miku Project Diver F mit einem sehr wunderschönen Lied, wie ich sagen muss. Ich konnte mir unter Sakura Rain nichts vorstellen, aber jetzt kann ich es, denn es ist ein sehr, sehr schönes Lied, was einfach erzählt, so von wegen, ja, wir sind jetzt fertig mit der Schule und so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und ja, wir sind doch alle nur ein kleines Blatt, nur ein kleiner Samen von eben diesem Sakura-Baum. Und irgendwann werden wir vom Wind davon. Was ist das denn für ein cooles Outfit? Wie nice ist das denn bitte? Und irgendwann werden wir einfach alle davon getragen und werden dann selber zu großen Bäumen, auch wenn wir uns alleine fühlen. Wir
werden nie allein sein und so weiter und so fort. Ein sehr schönes Lied, möchte ich nochmal so angemerkt haben. Ich habe mich gar nicht getraut, dazwischen zu reden, so wie eigentlich die letzten paar Parts immer am Anfang, weil ich mir so gedacht habe, so komm, mit dem Lied anfangen und dann Intro und dann, Na? Ach, da. Und dann, Ja. Bisschen was erzählen. Ich würde sagen, wir machen direkt auf normal weiter. Es ist ziemlich langsam, das Lied, aber es passt. Es ist angenehmer für mich zu spielen, weil die Hintergrundmusik passt. Und deswegen kann ich damit auch umgehen. Ich habe noch nie so ein langsames Vocaloid-Lied gehört. Normalerweise höre ich immer nur diese schnellen, fetzigen Lieder. Aber... Das ist sehr, sehr schön. Ich muss sagen, mir gefällt absolut diese Hintergrundmelodie. Ich mag das total. Ich bin zwar absolut nicht der Fan von so Musik. Also ich würde mir das jetzt nicht stundenlang im Auto so schnulzen Musik anhören. Weil es klingt recht schnulzig. Bisschen Kuschelrock-mäßig. Da bin ich absolut nicht der Fan von. Da... nehme ich lieber meine Slipknot-CD aus dem Regal und mache das mal schön auf volle Lautstärke und nervt damit die Nachbarn, die eben auf Kuschelrock stehen. Irgendwie traut sich auch bei mir in der Nachbarschaft keiner laut Musik anzumachen, habe ich das Gefühl. Es liegt nicht nur daran, weil es nur ältere Herrschaften hier sind, also Herren und Damen. Die haben ja auch ein bisschen junges Gesindel hier rumlaufen. Die eigentlich den lieblangen Tag nur von ihren Eltern angekackt werden, weil sie irgendwas gemacht haben, was sie nicht machen sollten. Keine Ahnung. Das ist eine komische Gegend hier. Also, du hörst entweder wirklich Kinder spielen, ohne dass es nervt, oder du hörst die Eltern brüllen, weil die das nerven, das nervt dann dich. Oh nein, Kinder spielen. Ja, oder ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige in der Umgebung, der manchmal laut Musik anhat. So, gefühlt so ganze Nachbarschaft damit beschallen. Aber es hat sich auch niemand beschwert. Wir hatten volle Partystimmung an meinem 18. Es hat sich keiner beschwert, ich habe nicht mal den Nachbarn Bescheid gegeben, dass es lauter werden könnte. Schon gemein von mir. Die Musik wird mich irgendwann einschläfern. Das ist ja süß. Aber das haben wir auch gemacht. Wir haben auch am Ende die ganze Tafel voll gekritzelt. Und hat unseren Lehrern gedankt und so weiter und so fort. Ich sehe gerade, ich habe das Lied nicht geschafft. Das Blöde ist halt echt. Dieses Lied ist so langsam und so schön ruhig und das schläfert mich ein. Das ist
Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Ich bin jetzt. Das, ich weiß nicht, das beruhigt so, das ist so voll die Einschlafmelodie. Kann ich direkt auf hart? Nein. Ach komm, normalerweise würde ich sagen, ich quäle mich da jetzt durch, aber tut mir leid, ich kann das nicht. Hätten wir es jetzt direkt auf hart spielen können, hätte ich jetzt aber auf. Oh, was ist denn los? Ey, immer wenn ich reden will, muss ich gehen, aber wenn ich nicht rede, gehe ich nicht. Was ist das für ein Scheiß? Ja, normalerweise hätte ich gesagt, komm. Ich spiele es immer auf hart, wenn es auf hart verfügbar wäre, aber ey, sorry Leute, das Lied, das macht mich so müde. Da brauche ich jetzt direkt mal ein bisschen hier, ein bisschen Gas hier. Ein bisschen Gas brauche ich, ja, und deswegen ist der Part heute so kurz. Aber ich denke mal, das ist nicht schlimm. Und deswegen würde ich sagen, ja, das war mal bei Let's Play zu einem Miku Project. I have a second mit einem absolut geilen Lied.